Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zur Szene München. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kunstwerke zwischen 300 Euro und 30.000 Euro sind hier in den Superateliers ausgestellt. Das Besondere, es ist eine Pop-up-Gallery von drei jungen Mädels, die sich dazu entschieden haben, Künstler aller Art zu vertreten und deren Kunstwerke auszustellen. Baut nennen sie sich. Grundgedanke von Baut war eigentlich, dass wir Auktionen oder Pop-up-Auktionen machen und das einfach zugänglicher machen, dass wir die jungen Künstler mit reinnehmen, dass wir Künstler, die gerade erst angefangen haben, dass wir denen so ein bisschen unter die Arme greifen, dass wir deren Marktwert etablieren durch eine Auktion. Und auch durch diese Auktionen wollten wir auch jüngere Leute ansprechen, Millennials, sage ich jetzt mal, die noch nie auf einer Auktion waren, die vielleicht auch noch nie Kunst gekauft haben, die nicht wissen, in welche Kunstrichtung sie überhaupt investieren wollen. Und jetzt haben wir solche Pop-ups gegründet. Das ist jetzt natürlich keine Pop-up-Auktion, weil Corona uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist jetzt unsere erste Pop-up-Galerie. Baut ist eigentlich so ein bisschen, wir nennen es Next-Gen-Art-Concepts. Weil wir die Pop-up-Auktion nicht machen konnten wegen Corona und es auch immer noch nicht machen können, ist das jetzt entstanden. Wir hatten schon sehr viel Nachfrage auf Instagram, auch durch die Website, die wir schon seit März, glaube ich, oder April online haben. Und dann kam die Idee, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen zeigen, was wir haben, was für Künstler wir vertreten. Und so ist das Ganze entstanden. Wir nennen es den Soft Start, dass wir einfach mal ein bisschen präsentieren. Und die Künstler kommen auch viel vorbei. Uns ist auch ganz wichtig, dieses Meet and Greet the Artist, dass man wirklich die Möglichkeit hat, zu erfahren, was steckt hinter den Kunstwerken und was steckt hinter den Künstlern. Und dass es nicht nur von uns kommt, weil die Künstler können es natürlich viel besser erzählen als wir. Wir hatten das Konzept mehr oder weniger schon so ein bisschen fertig und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, ja, jetzt brauchen wir noch einen catchy, guten Namen, der einfach ist, den sich jeder merken kann und der auch so ein bisschen außergewöhnlich ist. Letztendlich haben wir, ich glaube, wir sind 10.000 Sachen durchgegangen, obwohl eben Baut, also Buy Art or Die Trying, ziemlich am Anfang schon festgesetzt wurde und es war so ein Zufall, weil wir kennen ja das Lied. Und dann dachte ich echt so, ich meine, im Prinzip entspricht es genau unserer Generation, weil wir alle damit aufgewachsen sind. Und viele Leute haben einfach nicht diesen Entrance zur Kunst, gerade eben in unserem Alter. Oder die suchen den Entrance und finden den nicht genau. Und dann habe ich mir so gedacht, warum nicht einfach ein bisschen bold sein und ein bisschen rausgehen und wirklich zu sagen, ja, buy art or die trying. Natürlich viel zu lang und deswegen haben wir dann einfach die Anfangsbuchstaben genommen und daraus baut. Wir schauen wirklich einfach drauf, klar, Newcomer unterstützen wir gerne, Upcoming Artists natürlich. Da haben wir eben von Broke Today, vom Künstlerkollektiv, einige mit aufgenommen. Dann auch hier, die hier in diesem Raum sind, sind auch ganz Newcomer, die sind auch erst 20, 21 Jahre alt. Und dann schauen wir halt, dass wir auch immer, wie gesagt, etablierte Künstler mit reinbringen, weil das genau das ist, was wir halt machen wollen. Wir wollen diesen Mix schaffen und diese Synergie, dass im Prinzip alles irgendwie, dass es nicht diese Unterschiede gibt. Also ich muss wirklich sagen, das Konzept ist der absolute Kracher, weil es halt einfach wirklich so dieses bisschen diesen Wandereffekt auch hat, wo wahnsinnig guten Anklang findet, weil man in jeder Stadt einfach wirklich was umsetzen kann. Und wir haben ja nicht nur Künstler aus Deutschland. Also in der Zukunft soll das Ganze auch europaweit, im besten Fall weltweit sein. Dementsprechend, ja, ich glaube, es ist nichts was Neues, aber schon etwas, was umgesetzt wird, was es jetzt noch nicht so oft gab. Oh, God, yeah.
Und das ist ganz interessant, weil es kommen Leute rein, stehen vor einem abstrakten Bild, finden das wunderschön, gehen aber dann, keine Ahnung, zum Beispiel zur Fotografie und finden das auch schön und nehmen dann irgendwie zwei Werke mit, die komplett in verschiedene Kunstrichtungen gehen. Und hiermit wollen wir so ein bisschen schauen, ja, welchen Geschmack auch unsere Kundschaft hat. Ist auch für uns ein Experiment. Also unser erster Pop-up ist definitiv ein Experiment für uns auch. Ja. Jetzt haben wir einiges über die Mädels und die Pop-up-Gallery erfahren. Nach einer kurzen Pause geht es dann mit drei Künstlern weiter, die hier ausgestellt haben. Bleiben Sie gespannt, ich freue mich auf Sie. Also ich habe wirklich irgendwie gemerkt, dass sie Energie haben, dass sie einen Elan haben und wirklich Lust haben, da etwas im Bereich der Kunst zu machen, was ich bei anderen Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, für andere Konzepte nicht wirklich verspürt habe. Somit bin ich bei denen ziemlich schnell warm geworden und hatte wirklich Lust, eben das auszuprobieren. Und ja, jetzt ist das eben das erste Projekt. Ich bin da irgendwie dabei und freue mich wahnsinnig darüber. Für mich ist es was sehr Persönliches. Dadurch, dass wir diesen Werdegang von Baut und auch so die Since Day One sozusagen dabei waren. Und daher ist es wundervoll zu sehen, dass es mittlerweile einfach tatsächlich zu diesen ganzen Sachen gekommen ist, die wir schon so lange im Kopf hatten. Ja, Baut hat uns wahrscheinlich im Internet entdeckt und hat uns gefragt, so, hey, ihr habt da jetzt diese neuen Atelierräume, die jetzt noch wirklich unbespielt sind, die sind alle total clean und wir hätten da eine riesen Ausstellung, die wir hier reinbauen könnten. Und dann dachten wir uns, naja, so als Pre-Opening wäre das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das Ganze schon mal mit Kunst zu bespielen, bevor die Künstler reinkommen. Broke Today ist so eine tiefe Freundschaft. Wir unterstützen uns gegenseitig und das thematisiert auch diese Ausstellung hier. Wir erhoffen uns, glaube ich, dass wir einfach vor allem die jungen Künstler, die vielleicht irgendwie Schwierigkeiten haben, einen Fuß in die Kunstszene zu setzen, dass wir die so ein bisschen aufnehmen können und dass wir die, dass wir die pushen können, unterstützen können, etablieren können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hauptpunkt, weswegen wir das Ganze machen. Ich glaube, jeder, der reinläuft, ist wirklich begeistert und auch, dass wir so viel haben und diese Vielfalt. Und ich glaube, das macht es so spannend. Baut für mich bedeutet natürlich auch Neuanfang, ist falsch zu sagen, aber Erweiterung von dem, was ich kann. Wenn es irgendwie Sinn macht, das zu sagen. Also ich habe einfach in dem Sinne Expertise. Ich halte auch im Studium Kunstmanagement und solche Geschichten. Und jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich endlich alles, was ich mal gelernt habe, wieder zusammenführen kann. Das, was ich aus meinem Job mitgenommen habe, das ganze Marketing, Presse, kann ich jetzt verbinden mit dem, was ich einfach in meinen Anfang 20er Jahren gemacht habe. Und es ist ein schönes Gefühl. Jetzt fühlt es sich an, als ob ich es nicht umsonst gemacht hätte. Es ist sehr angenehm. Ich habe gestern jemanden durch diese Ausstellung kennengelernt, der mir sehr sympathisch ist, der eine Arbeit von mir gekauft hat, der Interesse hat an noch weiteren Arbeiten. Somit ist das Thema Connections für einen Künstler mal auf jeden Fall getan. Die Stadt München lerne ich dadurch auch kennen, finde ich auch für mich persönlich toll. Und eben auch meine Arbeiten mal in einem anderen Kontext zu sehen, finde ich auch sehr spannend. Somit bin ich rundum glücklich. Also wir haben auch eine Online-Galerie quasi, also eigentlich ist es eher so, dass die Portfolios unserer Künstler dort ein bisschen ausgestellt werden. Davon kann man jetzt nicht jedes einzelne Werk kaufen. Wir haben ein paar Sachen, mit denen wir dann online in Verkauf gehen, aber wir wollen schon eher physisch bleiben. Also wir wollen schon eher, dass du das Kunstwerk dir anschaust und
fühlst, so dumm sich's anhört. Weil ich finde online, klar, es funktioniert auch, aber es ist immer noch mal was anderes. Und das Schöne bei uns ist ja eben auch, dass wir viele Künstler immer auch vor Ort haben, tatsächlich, die vorbeikommen, die man kennenlernen kann, mit denen man eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und dann betrachtet man ganz oft Kunstwerke noch mal irgendwie anders und ja, hat noch mal verschiedene Gefühle und ist vielleicht dann doch mehr drawn dazu, das Ganze zu kaufen oder eben nicht. Und was wir online wirklich verstärken möchten, ist eigentlich der Print-Verkauf. Also, dass wir halt von großen Kunstwerken Prints anfertigen lassen, dass sich halt auch Leute, die jetzt noch nicht, ich sag jetzt mal, 5000 Euro übrig haben, um sich ein tolles Gemälde zu kaufen, trotzdem die Möglichkeit haben, sich was Schönes in die Wohnung zu hängen, aber halt eben als Print.